Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mal wieder endlich. Ich wollte euch an sich am Montag mit ans Meer nehmen. Das hat aber dann rein technisch nicht so ganz funktioniert. Und jetzt bin ich wieder an einem Ort, wo ich euch aber nach wie vor aus Spanien mit beglückenden Botschaften beschenken kann. Dafür gibt es jetzt auch einen ganzen Roman vom 15., also vom heutigen 15. bis zum 22. August. Die Meerjungfrauen und Delfine habe ich dabei und nicht ohne Grund, denn wir sind ja hier am Meer, mehr oder weniger. Da ist es so, dass die Lieben jetzt davon sprechen, dass in allererster Linie jetzt einfach mal gerade Heilung angesagt ist. Sie sagen, du bist eine starke Heilerin, mach weiter mit deiner großartigen Arbeit. Es geht jetzt darum, dass im Augenblick wieder sehr viel, viel Heilung passiert, dass durch diese energetischen und grundsätzlichen Konstellationen die letzten ein, zwei Wochen, da ist einiges passiert und insofern werdet ihr sicherlich auch bemerkt haben, der eine oder andere unter euch, dass da auch insgesamt viel passiert ist. Dass es auch so ist, dass ihr wahrscheinlich nachts viel geträumt habt, dass da wirklich viel an Altem nochmal hochkam, dass da sich viel nochmal zeigen und verabschieden wollte und sich am Verabschieden ist an der einen oder anderen Thematik. Was sehr, sehr schön ist. Und sie sagen, momentan werden wir alle sehr, sehr unterstützt durch die geistige Welt, die einfach da ist und guckt, dass sich das auch wirklich verabschiedet, dass wir da betreut sind und dass wir, der eine oder andere unter uns, eben auch in der Lage ist, anderen durch sein So-Sein viel Heilung zu schenken beziehungsweise Heilung mit zu unterstützen. Und das soll die Karte eben auch sein. Die Karte soll bedeuten, dass ihr selbst, wenn ihr euch in der Situation seht, anderen helfen zu wollen und auch natürlich zu können, dass ihr das sehr, sehr wohl im Augenblick tun könnt und dass ihr da sehr, sehr unterstützt werdet. Die nächste Karte spricht davon, dass ihr dabei auch mehr himmlische Hilfe annehmen sollt, bitte. Sie sagen, du hast um Hilfe gebeten, also geh aus dem Weg und lass dir vom Himmel helfen. Es ist so, dass unsere Ziele im Moment unter einem sehr guten Stern stehen, dass aber das grobe Motto für die nächste Woche einfach auch ist, wirklich dabei zu bleiben, komplett sich auf Positives zu fokussieren und dazu gehört natürlich auch, den Ball flach zu halten und sich mal nicht einzumischen bei den Lieben da oben. Sie sagen, du hast um Hilfe gebeten, also geh aus dem Weg und lass dir vom Himmel helfen. Es ist wichtig, ihr habt schon bestellt, ihr habt schon geäußert oder eure Wünsche schon ins Universum geschickt, was ihr wirklich haben wollt. Die wissen also schon längst Bescheid, es ist auch schon längst gebracht. Jetzt heißt es nur noch zulassen und dieses Zulassen geschieht am allerbesten, wenn ihr euch nicht groß einmischt und nicht versucht im Alleingang durch, Kontrolle im Außen durch einen riesen Aufwand an Gemache und Getue und Gewurschtle, da die Situation in den Griff zu bekommen. Das können wir nicht so gut wie die Lieben im Universum und wir sind wesentlich mächtiger, wenn wir uns wirklich drauf fokussieren und konzentrieren, zu sagen, wir lassen uns helfen und wir konzentrieren uns auf ganz, ganz, ganz viel positive Energie, wie ihr hier sehen könnt. Sie sagen, umgib dich mit positiven Menschen und Situationen, meide alle Negativität. Also das ist das, was wir momentan als Hauptaufgabe zu tun haben. Alles, was sich uns in Form von Mitmenschen und Medien und Büchern und Gedanken in den Weg stellen wollen, um uns abzulenken und runterzureißen, das sollen wir ganz elegant aus dem Weg räumen oder sollen uns da ganz elegant herausnehmen, bitte. Und wirklich ganz explizit nach Positivem suchen. Also wirklich, guckt euch schöne Filme an, lest lustige und gute Bücher, lest einfach alles, was euch wirklich gefällt, was euch beschwingt. Ganz besonders bringen sie jetzt die Musik,
Hört bitte Musik, die sich gut anfühlt für euch, die euch gut tut, die euch positive Energie bringt, die euch erhebt und nicht Musik, die euch aggressiv macht oder zu laut ist, zu penetrant ist oder sonstiges. Guckt mal, was euch da wirklich richtig gut tut. Euer Körper wird da Reaktionen zeigen, die euch Aufschluss geben über die Auswirkungen der Musik, die ihr da so auf euch herein kommen lasst, sozusagen. Wichtig ist, dass ihr da wirklich mehr auf euch hört und mehr auf euch guckt, dass ihr euch sehr, sehr, sehr drum bemüht, auf euch zu schauen, euch Gutes zu gönnen und in jeder Hinsicht, also sei es jetzt eben Musik, sei es Menschen, Situationen, eben auch Ernährung, alles, was euch einfach wirklich rund um euch gut tut, ist ganz, ganz wichtig im Augenblick, weil ihr sollt den Lieben da oben ja behilflich sein für die Erreichung eurer Ziele. Und das ist praktisch eins der Hauptpunkte, die ihr tun könnt. Also alles, was euch von Negativität befreit, das gibt euch auch eine bessere Emotion. Und die besseren Emotionen geben euch eine erhöhte Schwingung. Und die erhöhte Schwingung sorgt dafür, dass das, was ihr euch wünscht, ungebremst auf euch zukommen kann. Das wird dann in Form von Synchronizitäten passieren. Sie sagen deine Gebete und Fragen werden durch synchrone Ereignisse beantwortet. Beachte sie und sie werden sich vermehren. Also seid auch sehr wachsam, was da jetzt an Gelegenheiten, an Situationen, an sogenannten Zufällen, die es ja nicht gibt, plötzlich da ist. Achtet drauf, wer euch anruft, wer euch anspricht, wem ihr begegnet, was ihr beobachtet, was euch behilflich ist für eure Situation. Also ohne das jetzt kontrollieren zu wollen, sondern lasst es einfach mal auf euch zukommen, bitte. Und seid da sehr entspannt und sehr gelassen, sagen sie. Bittet und betet auch darum, dass ihr das schafft, ganz gelassen zu sein, dass ihr wachsam sein könnt, dass ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tut. Und das bedeutet Synchronizität auch, dass ihr sozusagen wirklich genau wisst, wann ist der Satz, den ihr gerade irgendwo aufgeschnappt habt, für euch wichtig. Welches Buch, das euch da gerade vor die Füße fällt, ist jetzt gerade das Richtige, was ihr lesen sollt? Welchen Anruf solltet ihr jetzt irgendwie tätigen, wenn überhaupt? Welchem Angebot solltet ihr nachgehen? Was fühlt sich richtig gut an? Dieses Gespür für die Situationen, wirklich ist wichtig, dass ihr das auch lernt, dass ihr lernt, das zuzulassen und eben lernt, zu unterscheiden, wann wollt ihr eine Situation kontrollieren, das heißt, wann ist euer Kopf an der Macht und sagt euch, das musst du tun, weil und das und das und das und das, wo ist da eine Angst dahinter und wo ist auf der anderen Seite einfach Freude dahinter, wo macht es euch Spaß, irgendwas zu tun, wo macht es euch Spaß, einem Impuls nachzugehen, wo fühlt sich eine Gelegenheit, die ihr bekommt, richtig gut an, ohne irgendwelche Ängste im Hinterkopf oder in der Magengegend oder sonst wo. Ganz, ganz wichtig für euch jetzt eben auch zu sehen. Und diese Synchronizitäten werden sich eben vermehren. Also wenn ihr auch um Zeichen bittet, wo ihr hin sollt, wo ihr was ihr erkennen sollt, ob das Richtige ist, wo euer Weg hinführt, bittet einfach drum und diese Zeichen und Synchronizitäten werden sich derart vermehren, dass ihr definitiv dann fast schon wieder genötigt seid, die abzubestellen, weil sie sehr deutlich sein werden. Also freut euch einfach drauf. Ich wünsche euch auf diesem Wege jetzt eine wunderschöne Woche. Wünsche euch so viel Wachheit, so viel Gelassenheit, so viel Positives und Schönes und neue Gelegenheiten und Heilung, wie ich euch nur wünschen kann, hier aus Spanien. Und freue mich wieder auf euch und freue mich auch wieder aufs nächste Mal. Freue mich auch über eure Kommentare und Nachrichten, Anfragen und all desgleichen. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Und aus Barcelona nochmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße an euch alle. Tschüss.